heute ein neues Video für euch. Ich habe heute ein One Day in My Life Video für euch. Das heißt, ich nehme euch einfach mal einen Tag so mit, was ich so von morgens bis mittags alles gemacht habe. Und natürlich ist das ein exemplarischer Tag. Das heißt, ich mache nicht jeden Tag dasselbe und ich frühstücke auch nicht jeden Tag dasselbe. Aber wie gesagt, ich habe mir einfach mal diesen Tag hier rausgepickt, um ihn euch zu zeigen. Und falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maike und danke, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Ihr könnt hier unten natürlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ich verlinke euch auch nochmal unten meinen Vlog-Kanal, denn dort vlogge ich eigentlich auch sehr regelmäßig. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. So ein Tag in meinem Leben beginnt meistens um 9 Uhr morgens, denn da liege ich noch im Bett und werde vor meinem Handywecker geweckt und dann schnappe ich mir natürlich mein Handy und checke erstmal die verschiedenen Social Media Seiten und das kann auch gut eine halbe Stunde dauern, bis ich dann irgendwann endlich mal aufstehe. Meistens bin ich dann aber noch nicht richtig wach und nehme mir meine Decke mit auf den Weg zur Küche, bis ich realisiere, dass sie im Bett bleiben muss. Und dann fange ich auch schon an, mir Frühstück zu machen. Ich trinke meistens einfach eine Saftschorle und heute habe ich mir verschiedene Obstsorten aufgeschnitten und in eine Schüssel gegeben. Es variiert aber von Tag zu Tag. Manchmal esse ich Oatmeal, manchmal esse ich Früchte. Es kommt immer darauf an, wie viel Hunger ich habe und was so den Tag an steht. Meistens frühstücke ich dann nicht in der Küche, sondern trage das Ganze dann in mein Zimmer und setze mich an meinen Computer, denn ich liebe es irgendwie, wenn ich alleine frühstücke, vor dem PC zu frühstücken, denn dort schaue ich dann immer so die YouTube-Videos, die über Nacht von den amerikanischen YouTubern hochgeladen wurden, als ich noch geschlafen habe, und frühstücke dann dabei und erledige ein bisschen den E-Mail-Kram oder schreibe in meinen Notizbuch Planer oder in meinen Kalender, um die ganzen Termine und Dinge, die ich erledigen muss, zu koordinieren. Meistens beginne ich dann danach mein Make-up zu machen und das habe ich mir sehr bei Alicia Marie abgeguckt, denn ich habe auch diese Make-up-Aufbewahrung und nehme mir dann dieses Donutkissen und setze mich vor meinen Spiegel und fange dann an, mein ganz normales Alltags-Make-up zu machen. Und wer mich kennt, weiß, dass das ziemlich lange dauern kann und man oft auf mich warten muss, weil ich mich immer so lange schminke. Aber dann bin ich auch fertig für den Tag und meistens drehe ich entweder ein Video oder mache irgendetwas draußen bei dem schönen Wetter. An diesem Tag habe ich mich dazu entschlossen, mit meiner Freundin Rosa shoppen zu gehen. Und ihr seht schon, ich habe einiges gekauft. Wenn ihr ein Haul wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Und natürlich sind wir ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben uns verschiedene Schaufenster angeguckt und das gute Wetter draußen genossen. Und um euch mein Outfit zu zeigen, meine Espadrilles sind von einem No-Name-Laden, glaube ich. Meine Jeans ist von Primark. Meine Fake-Lederjacke ist von Mango und mein T-Shirt ist von Zara. Und das Ganze habe ich dann noch mit einer Sonnenbrille von Six kombiniert. Und ich finde, es ist ein ganz schönes Übergangsoutfit, zu dem ich dann noch meine Michael Kors-Tasche getragen habe. Und das ist dann das fertige Outfit. So, herzlich willkommen in meiner super professionellen Endcard, die jetzt schon seit neuestem immer in meinen Videos ist. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Darüber freue ich mich so sehr, denn ich konnte endlich wieder mehrere Tage mein Video bearbeiten und es hat sich so gut angefühlt. Und ich freue mich einfach, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, denn es war wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und ich weiß nicht, ich würde gerne wissen, wie es bei euch ankommt. Ich
Ich verlinke euch hier nochmal alle meine Social Media Seiten, auf denen ihr mich stalken könnt. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, alles. Ich snappe immer zurück, ich schreibe immer zurück und freue mich immer auf eure Nachrichten. Ich verlinke euch auch nochmal mein letztes Video hier. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen und mich dabei stalken oder was auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, könnt ihr den dann natürlich kostenlos abonnieren. Kleiner Sprachfehler. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!